Wo bin ich? Es ist zu dunkel. Ich kann es nicht sehen und meine Augen brennen. Es ist kalt. Ich friere, meine Beine tun weh. Ich liege auf dem Boden und kann meine Flügel nicht strecken. Es tut so weh, so sehr weh. Ich schreie, doch alles, was ich höre, sind andere Schreie. Alles, was ich rieche, macht mir große Angst. Es ist ein Geruch von Angst, von Leid, Schmerz und Tod. Mir ist ganz schlecht davon. Mir ist schlecht von dem Schmerz, den ich fühle, und dieser Angst in meinem Bauch. Ich weiß nicht, wann das hier aufhört. Ich versuche, mich zu erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Doch alles, was ich weiß, ist, dass ich diesen Schmerz, diese Angst und diese Kälte schon ewig spüre. Was ist bloß passiert? Was habe ich getan, damit ich an so einen furchtbaren Ort komme? Wird es je ein Ende haben? Ich möchte hier raus. Es ist ein Albtraum. Ich kann nicht mehr. Da ist jemand. Ein Wesen auf zwei Beinen. Es sieht mich an. Hallo, du. Bitte, du, hol mich hier raus. Ich habe solche Angst. Bitte hilf mir. Ich sehe dir in die Augen, aber in deinem Gesicht kann ich erkennen, dass du mir nicht helfen wirst. Dein Blick ist kalt und lässt mich erstarren. Dein Herz erscheint ebenso kalt und tot. Doch wenn ich tief in deine Seele schaue, dann sehe ich dort Liebe und Mitgefühl. Was ist passiert, dass diese Gefühle so tief in deiner Seele vergraben wurden? Was hat dich diese Mauern errichten lassen? Waren es ebenfalls Angst und Schmerz? Ich kann dich so gut verstehen. Und auch, wenn du mir nicht hilfst, wir sind uns viel ähnlicher, als du denkst. Ich schließe meine brennenden Augen und du gehst. Bitte geh nicht. Bitte, hilf mir. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist das keine Szene aus einem Horrorfilm, sondern eine Situation, die sich Tag für Tag in dem Leben von sogenannten Maskuten abspielt, die für Produktion von Fleisch leiden und sterben müssen. In Deutschland werden rund 12,4 Millionen Maskuten gehalten. Die Qualzucht und Überzüchtung der Brustmuskulatur ist mit erheblichen gesundheitlichen Schäden für die Puten verbunden. Als Folge der Belastung und durch die Überbeanspruchung des Stoffwechsels versagt ihr Körper häufig. Diese Industrie, die auf dreifacher Ausbeutung beruht, Ausbeutung von Tieren, Menschen und Natur, muss beendet werden. Diese Ungerechtigkeit muss sofort gestoppt werden. Unsere Welt kann zu einer besseren werden. Davon bin ich überzeugt. Vegan sein ist toll. Ja, das ist es wirklich, aber es reicht nicht. Es reicht nicht aus, einmal im Jahr zu dieser Demo zu kommen. Die Ungerechtigkeit und das Ausmaß an Gewalt sind so enorm, dass wir diese Demo eigentlich jeden Tag abhalten müssten. Du bist heute nicht der oder die einzige Verrückte am Tisch, die etwas anderes essen möchte. Du bist heute umgeben von anderen Menschen, in dessen Herz dasselbe Mitgefühl für Tiere schlägt, deren Empathie größer ist als ihre Gewohnheiten. Lass dich also heute ermutigen. Suche dir eine Tierrechtsgruppe in deiner Nähe. Bringe dich ein, gehe auf die Straße, nicht nur heute. Lass diesen Tag heute zu dem Auftakt deines Kampfes für Tierrechte werden. Wenn wir unsere Route also nachher durchgelaufen sind, ist dieser Protest nicht zu Ende. Es fängt dann erst richtig an. Wir laufen gemeinsam weiter. Behalte diesen Tag im Herzen. Alle, die heute hier stehen, stärken dir den Rücken. Siehe diesen Tag heute als Anfang von deinem Aktivismus. Denn das Ende der Tierindustrie wird uns nicht geschenkt. Wir müssen es uns selbst erarbeiten. Also werdet aktiv.